kommen wir zu dem Block erneuerbare Energien. Okay. Wie viel Strom erzeugen denn Solar- und Windkraftanlagen, die heutzutage gebaut werden? Was gibt es da für Potenziale? Wir decken etwa 40% des Stroms durch erneuerbare Energien ab. Derzeit Windenergie hat den größten Anteil, da liegen wir deutlich über 10. Dann kommen in gleicher Reihenfolge etwa Biomasse und Solarenergie. Solarenergie hat derzeit etwa 7% an der Stromversorgung. Das heißt also, das ist noch überschaubar. Aber wenn wir uns einfach mal überlegen, einfach mal auf den Turm steigen und schauen, wie viele Dächer in den Städten belegt sind, dann ist es doch noch recht überschaubar, was an Solaranlagen da ist. Und mit dem wenigen, was wir haben, haben wir schon 7%. Dann sieht man also, dass es also überhaupt gar kein Problem ist, auf 30-40% Solarstromanteil zu kommen, wenn wir wirklich dann sämtliche Flächen, Dächer, die da sind, auch belegen. Und das zeigt eigentlich das enorme Potenzial. Also Städte wie Berlin könnten 30% des Stroms, den sie verbrauchen, wirklich hier mit den eigenen Dächern dann erzeugen. Und wenn man ein Familienhaus hat, dann kann man rein rechnerisch sogar mehr Strom aus dem Dach rausholen, als man insgesamt verbraucht. Also bei mir zu Hause ist es so, dass ich habe ein ganz normales, also auch kein überdimensioniertes Haus, ganz normale Standardgröße. Und ich hole aus meinem Dach doppelt so viel Strom raus, wie wir zu Hause verbrauchen. Und das ist natürlich schon spannend. Vielleicht auch nochmal zu den Anlagen selbst. Wie schlägt sich so ein Windkraftwerk oder so ein Windkraftpark mittlerweile, wenn man es vergleicht mit einem Braunkohlekraftwerk? Kann man dazu was sagen? Naja, wir haben mal, es gibt ja diese Diskussion mit dem Hambacher Forst zum Beispiel, genau, wir haben mal überschlagen, also wenn wir jetzt 500 Windräder aufbauen, die 20 Jahre lang laufen, würde da genauso viel Strom rauskommen, wie aus der Kohle, die man im Hambacher Forst verstromen würde, dass wir einfach mal so ein bisschen eine Relation haben. Also das heißt, eine Windkraftanlage kann halt hunderte von Haushalten mit Strom versorgen und die sind mittlerweile auch sehr, sehr leistungsfähig geworden. Für die Energiewende braucht man natürlich schon einiges an Windrädern, also man wird sie sehen, das ist dann immer so die Diskussion. Windräder haben ja nicht nur Freunde in Deutschland, aber da muss man natürlich diskutieren. Wir vermeiden natürlich auch die Umweltschäden und wenn man einfach auch mal schaut, was für gigantische Schäden dann dieser Braunkohletagebau ist, was man ja einfach mal wirklich mit Google Maps oder Google Earth vom Satellit auch sehen kann, die braunen Flecken auf der Erde, dann ist einfach der Impact, den wir also durch die Windenergie haben, deutlich kleiner. Und man müsste ungefähr die Leistung nochmal vervierfachen, die wir hier derzeit in Deutschland schon aufgebaut haben. Das heißt aber nicht, dass wir viermal so viel Windräder brauchen. Also die Anzahl der Windräder wird irgendwie Faktor 2 bis 3 nur noch steigen müssen, weil die neueren halt einfach auch größer und leistungsfähiger geworden sind. Das heißt, man würde auch die kleineren Windräder, die man jetzt hat, nochmal ersetzen, im Zweifelsfall durch größere? Ja, so ein Windrad ist für 20 Jahre geplant. Das heißt also nach 20 Jahren kann es vielleicht noch ein paar Jahre länger laufen lassen und dann auch sehr günstig Strom machen. Aber dann irgendwann muss man das einfach ersetzen, weil das kaputt ist. Und dann wird man natürlich ein altes Windrad möglichst durch neuere, effizientere Windräder auch dann ersetzen und damit auch dann aus dem gleichen Standort mehr Strom rausholen noch. Das war die Windkraft. Bei Solaranlagen, sind die nicht auch ein Problem, weil sie selbst viel Energie in der Herstellung brauchen und seltene Rohstoffe benötigen? Genau, das ist ja erstmal so das Argument, was eigentlich seit 30 Jahren ich höre, man braucht mehr Energie für die Herstellung von Solarenergie, als überhaupt rauskommt. Kann man ja einfach mal überlegen, wir haben weltweit jetzt über 1% Solarstrom, wenn dann erheblich mehr Energie reinfließen würde, als rauskommt, dann müsste ja auch der Weltenergiebedarf langsam durch die Decke gehen, durch den Solarenergiezubau. Allein das zeigt, dass dieses Gerücht nicht haltbar ist. Es gibt seriöse Untersuchungen wissenschaftlicher Natur, wir gehen davon aus, dass wir in Deutschland ungefähr 2 bis 3 Jahre brauchen, bis eine Photovoltaikenergieanlage so viel Strom liefert, dass man damit eine neue bauen kann. Die Lebensdauer sind 30 Jahre ungefähr. Das heißt also, mit einer Solaranlage, die ich baue, kann ich dann mit dem Strom, der rauskommt, 10 neue bauen. Das ist noch nicht perfekt, das kann man noch verbessern. Wir arbeiten daran, dass die Wirkungsgrade besser werden, die Leistungsfähigkeit, aber die Umweltbilanz ist eindeutig positiv. Von den Rohstoffen ist eine Photovoltaikanlage relativ unproblematisch. Also die Hauptrohstoffe sind Glas, Silizium. Silizium wird aus Sand hergestellt, für den Rahmen dann Aluminium. Also insofern ist da, sage ich mal, gar nicht so viel Problematisches drin und deswegen haben wir bei der Photovoltaik, bei dem Ausbau zumindest aus meiner Sicht auch keinen Rohstoffengpass zu erwarten. Vielleicht, weil wir bei dem Thema trotzdem sind, bei Stromspeichern, gerade wenn es um Silizium-Batterien vielleicht geht, kommt das Thema ja auch immer wieder auf, die Umweltfreundlichkeit. Können Sie dazu was sagen? Ja, Lithium wird ja in Akkus verwendet. Eigentlich schon seit 10, 15 Jahren haben sie natürlich große Verbreitung, vor allen Dingen halt bei Handys und bei Laptops. Seit 1, 2 Jahren diskutiert man eigentlich die Umweltfrage. In dem Moment, wo die Lithiumbatterien als Alternative zur Stromversorgung in Einfamilienhäusern oder in Autos eingesetzt werden, dann ist es plötzlich ein großes Problem. Also wenn man jetzt ein Smartphone hat von einem amerikanischen Hersteller, da ist dann auch eine Lithiumbatterie drin.
wo auch entsprechend die gleichen Rohstoffe verwendet werden. Also das war bislang eigentlich nie irgendwie ein Problem, was die Leute, die haben immer die Smartphones gekauft und nie auf die Rohstoffe und die Herkünfte gesetzt. Es sind seltene Erden drin, die momentan aus einzelnen Ländern kommen, wo die Arbeitsbedingungen katastrophal sind. Aber das trifft auf alle Rohstoffe zu, nicht nur auf die erneuerbaren Energien. Das trifft auf Smartphones, auf Fernseher, auf Handys, auf alle technischen Geräte im Prinzip zu. Das heißt also, wir müssen natürlich, wenn wir die Energiewende machen, auch gucken, dass wir faire Arbeitsbedingungen haben. Aber das darf man dann nicht nur sagen, okay, alles andere kann dreckig bleiben und die Erneuerbaren müssen natürlich jetzt irgendwie von Anfang an sauber sein. Die gliedern sich in diesen globalen Rohstoffhandel ein und wir müssen natürlich zwei Sachen machen. Wir müssen schauen, dass wir die sauberen Technologien verwenden, müssen aber auch schauen, dass wir dann weltweit auch die Rohstoffgewinnung hier entsprechend sinnvoll machen. Das geht. Würde natürlich auch beim Smartphone, ich meine, man gibt über 1.000 Euro für ein Smartphone aus und müsste 1 oder 2 Euro mehr ausgeben, um irgendwie ethisch sinnvoll gehandelte Rohstoffe zu verwenden. Und da sind wir auch nicht bereit, diesen Euro zu machen. Das müssen wir einfach tun in allen Bereichen. Natürlich auch bei erneuerbaren Energien. Aber da ist das Problem auch, also der Kohlebergbau oder sonst irgendwo. Wir importieren ja wahnsinnig viel Kohle auch, Steinkohle. Wir importieren Erdöl und Erdgas aus fragwürdigen Ländern, also das ist da ja kein Deut besser, im Gegenteil. Also da ist die Problematik noch stärker, aber wir wollen mit den Erneuerbaren besser sein, deswegen müssen wir auch gucken und auch dorthin schauen, wie das mit den Rohstoffen ist. Aber am besten ist, wir fangen einfach mal bei den Smartphones an, weil da haben wir einen größeren Hebel, wenn dann einfach die Leute, da gibt es auch Alternativen zum Beispiel, es gibt also auch Smartphones, die man sich von anderen Anbietern kaufen kann, die darauf achten, dass hier gute Rohstoffe verwendet werden. Und wenn man da den Druck aufbaut, dann kann man auch einiges verändern. Ist Windkraft wirklich umweltfreundlich? Werden dafür nicht auch Bäume gerodet? Sind sie nicht in Gefahr für die Vögel, die Windräder? Das ist ein Argument, was immer wieder auftaucht. Was sagen Sie dazu? Also jede technische Anlage, jede Veränderung hat einen Einfluss auf die Natur und die Umwelt. Das muss man ganz klar sagen. Auch eine Windkraftanlage. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, wir haben danach null Einfluss, sondern es geht darum, dass wir sagen, wir haben einen deutlich niedrigeren Impact, also als zum Beispiel bei der Kohle. Wenn wir dann Faktor 10 besser sind, dann ist das gut, aber wir werden nie bei der Windkraft auch bei Null landen, auf Null Einfluss. Das heißt, eine Windkraftanlage, die kann man sehen, die kann man hören, die braucht Materialien, um hergestellt zu werden. Und wenn ich sie aufstelle, muss ich mit einem großen LKW und einem Kran hin. Das heißt, ich muss natürlich auch irgendwie gucken, dass die Zuwege gemacht sind. Nun wird das sehr stark dramatisiert, wahrscheinlich, weil man auch den Hambacher Forst rechtfertigen will. Nicht? Also wenn ich jetzt Windkraftanlagen, also für Windkraftanlagen werden Bäume gerodet, kommt immer drauf an, wenn ich das Windkraftanlage in ein Maisfeld aufstelle, wird natürlich kein Baum gerodet. Wenn ich eine Windkraftanlage direkt an der Straße aufbaue oder in Friesland irgendwie auf einer Kuhweide, dann wird auch kein Baum gerodet. Also per se zu sagen, für Windkraftanlagen werden Bäume gerodet, ist Quatsch. Es gibt Windparks, die in Wäldern gebaut werden. Halte ich persönlich für sehr, sehr gut, weil wir haben eine große Diskussion, auch halt Lärmbelästigung oder Sichtbarkeit von Windkraftanlagen zu Orten. Und wenn ich einfach die Windkraftanlage im Wald errichte, habe ich meistens große Abstände zu den Orten. Ich kann die Windkraftanlage nicht sehen. Der Wald schluckt auch ein bisschen den Schall. Und ich muss aber temporär Bäume fällen, um halt mit meinem Kran dahin zu kommen. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich den Wald dann abroden muss, sondern ich muss eine Straße halt entsprechend durch den Wald bauen. Wenn die Windkraftanlage steht, dann kann man auch einen Großteil der Bäume, die ich gemacht habe, wieder aufforsten. Da das sowieso stattfindet, dass Teile vom Wald immer wieder geschlagen werden und wieder aufgeforstet wird, ist das, glaube ich, aus meiner Sicht überhaupt kein Eingriff und keine Rechtfertigung, irgendwie zu sagen, wir können keine Windkraftanlagen in den Wald stellen. Also das ist absurd. Natürlich gibt Naturwälder, Naturschutzgebiete, da gehören die Windkraftanlagen natürlich nicht hin, aber wenn ich jetzt einen ganz normalen Mischwald habe, der geforstet, durchforstet wird, warum da keine Windkraftanlage reinstellen? Das ist irgendwie, was ich überhaupt nicht verstehe. Vögel ist auch so eine Frage. Also die Windkraftanlagen werden gerne als Vogelschredder dargestellt. Also vielleicht, ja, eine Windkraftanlage tötet auch mal den einen oder anderen Vogel. Eine Windkraftanlage hat etwa so viele Vögel auf dem Gewissen wie eine Katze. Ja, um das mal in Relation zu sehen. Wenn ich der größte Tod der Vögel sind die Fensterscheiben. Also das heißt, wenn wir über Fensterscheiben reden, dann reden wir Faktor 100 mehr Vögel, die in Deutschland getötet werden, auch bei Katzen. Das heißt also, wenn ich jetzt in einem Haus wohne mit großen Fenstern und eine Katze habe und mich darüber aufrege, dass eine Windkraftanlage Vogelschlag hat, ist das, glaube ich, nicht ganz ehrlich. Also das heißt, ja, also auch mein persönliches Leben, dadurch, dass ich Fenster habe, mit dem Auto durch die Gegend fahre, eine Katze besitze, also habe ich einen sehr, sehr großen Impact auf die Vogelwelt, der viel größer ist als bei der Windkraftnutzung. Und bei der Braunkohle, also ich glaube, wenn ich jetzt einen Wald wie den Hambacher Forst komplett platt mache,
darf man sich, glaube ich, nicht der Illusion hingeben, dass davon keine Vögel betroffen werden. Also insofern muss man ja immer schauen, was dann auch die Alternativen sind. Vielleicht nochmal die generelle Frage, welche erneuerbare Energie ist denn Ihrer Meinung nach am besten oder welche Form ist auch die umweltschonendste? Die umweltschonendste Energie ist die, die wir gar nicht verbrauchen. Also das heißt, das Beste wäre natürlich erstmal Energie einzusparen und das Verhalten zu überdenken. Also man kann durch mehr Effizienz locker 20-30% Energie erstmal einsparen. Das kann jeder von uns machen. Energie, die nicht eingespart wird, muss nicht hergestellt werden. Perfekt. Ja, also das ist erstmal die Sache. Für den Rest, ja, man kann auch noch mehr einsparen. Das bedeutet aber dann in der Regel einen deutlichen Einbuße auch an dem Leben, wie wir haben und für viele auch an Lebensqualität. Wenn wir diese dann in unserer industrialisierten Gesellschaft aufrechterhalten wollen, brauchen wir dafür weiterhin Energie. Und die umweltfreundlichste Energie sind Erneuerbare, die einen deutlich geringeren Impact haben. Nicht null, aber deutlich geringer als die fossilen Energieträger. Und da muss man einfach schauen, welche sind das. In Deutschland werden es die Photovoltaik und die Windenergie sein, weil die anderen Erneuerbaren keine so großen Potenziale haben, dass wir hier mit nennenswertem Umfang halt dann einen Beitrag zur Energieversorgung leisten können.